Guten Morgen zusammen. Auf dem Weg nach Corny Crops nehme ich euch mal mit heute und wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Und warum nehme ich euch mit auf dem Weg? Weil ab heute gibt es den zweiten Mech, der dort verfügbar ist. Und ich wollte euch ganz kurz eine Möglichkeit zeigen, die nicht nur hier bei dem funktioniert, sondern auch bei dem bei Pleasant Park oder bei zukünftigen. Hier habt ihr nochmal markiert, hier seht ihr, zack, auf der rechten Seite bei Corny Crops findet ihr den zweiten Mech. Und wie das immer so ist, ist es, der Mech ist neu und alle springen ab, 20, 30 Leute streiten sich um das Ding und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt wollte ich auch gerne mal damit über die Map sausen, aber es ist einfach super schwer, das Ding zu bekommen. Ich habe aber jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ihr, ja, ich will nicht sagen immer, aber eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit habt, an den Mech zu kommen. Und dabei ist es gar nicht entscheidend, dass ihr die Ersten seid, die dort abspringt, sondern es gibt einen kleinen Move. Es ist sogar gut, dass alle abspringen und das Ding gleich benutzen, weil was machen die als Erstes? Die gehen dann in den Fight, ballern rum und der Mech ist relativ schnell zerstört. Und was die meisten nicht wissen ist, ihr seht es hier gerade, ich habe es euch nochmal eingespielt, ist, dass ein neuer Mech nach einiger Zeit wieder auf den gleichen Punkt kommt. Das bedeutet, ich habe hier einfach in dem Haus gewartet, neben dem Spawnpoint, bis der alte Mech zerstört ist. Den seht ihr ja auf der Map, könnt ihr ja so ein bisschen nachverfolgen und bin dann einfach zu dem neuen gelaufen. Ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der Erste, der den Move machen will. Hier, zack, den müsst ihr natürlich killen, wer euch den Mech klauen will. Aber dann könnt ihr dahin, holt euch den neuen, frischen Mech, der noch gar keinen Schaden erlitten hat und dann könnt ihr damit über die Karte sausen, Spaß haben, rumballern, was auch immer. Ich habe natürlich hier so ein paar Moves probiert und vielleicht gleich für alle, die das Ding selber noch nicht gesteuert haben. Ihr könnt entweder oben sitzen und rumballern oder ihr sitzt unten im unteren oder mittleren Teil des Mechs und könnt damit ja, laufen, sage ich mal. Ne? Also mit den Raketen und so weiter und so fort, das funktioniert nur von oben. Dann seid ihr aber ziemlich handlungsunfähig für den Moment. Also müsst ihr euch wieder nach unten setzen, so wie ihr euch bei einem Fahrzeug beispielsweise auf den Beifahrersitz setzt. Ist der gleiche Weg. Und dann sitzt ihr unten drin und könnt mit dem Ding auch wieder rumlaufen. Also so funktioniert es. Es gibt jetzt den zweiten Mech. Wartet einfach ab, bis der erste zerstört ist. Wartet an dem Platz. Schnappt ihn euch dann. Macht viel mehr Sinn, als direkt da, sag ich mal, in den Krieg mit 30 Leuten zu stürzen. Einfach etwas geduldig sein. Dann kriegt ihr das Ding auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil. Wenn es für euch passt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten, ja, haut rein, lasst es krachen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.